Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich möchte heute ein paar Gedanken mit dir, mit euch teilen. Wir sind ja zurzeit auf Reisen mit der kompletten Family und auf Facebook poste ich ja regelmäßig da so ein paar Impressionen, auf Instagram ebenso. Und da hat ja eine Bekannte mich gefragt, ob ich da ein Spezialticket hätte, weil sie hat mitbekommen, dass wir ja im Frühjahr schon auf Bali unterwegs waren und jetzt hier nochmal unterwegs. Und ich habe ihr geantwortet, ja, ich habe ein Spezialticket, aber im übertragenen Sinne. Und da möchte ich heute so ein paar Gedanken mit dir, mit euch teilen, dass alles wirklich im Grunde genommen immer nur von der eigenen Entscheidung abhängig ist. Ich habe da so ein einschneidendes Erlebnis gehabt vor vielen Jahren, als die Kinder noch klein waren. Ich weiß nicht mehr in welchem Alter, ob sie, ja, der Älteste, der dürfte gerade so in der Schule gewesen sein und die Jüngste entsprechend 2 Jahre jünger. Ja, und wir waren in den Ferien einfach mal so zum Einkaufen unterwegs. Das war so zu einem Zeitpunkt, wo Urlaub überhaupt nicht in Frage kam, einfach aus finanziellen Gründen. Und mein Sohn einfach mich fragte, weil er mitbekommen hat, rundum, große Ferien, alle fahren in Urlaub oder gefühlt alle fahren in Urlaub. Und mich gefragt hat, Mama, können wir nicht auch mal in Urlaub fahren? Wir sind jetzt zum Einkaufen unterwegs, wir fahren immer nur einkaufen, aber können wir nicht auch mal in Urlaub fahren? Das hat damals ganz, ganz arg was mit mir gemacht. Mir standen so ein bisschen die Tränen in den Augen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie sehr mich das berührt und wie sehr ich gerne auch mit der Familie, mit den Kindern unterwegs sein würde, um ihnen auch ein bisschen was von der Welt zu zeigen und auch Urlaub zu machen. Und ja, dass wir uns einfach mit der Familie an den Orten aufhalten können, wo es uns einfach gerade gefällt. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, das ist etwas, was ich definitiv noch ändere in meinem Leben. Und damals wusste ich aber auch noch nicht so recht wie und hatte auch keinen Plan irgendwie, wo die Reise da genau hingehen sollte. Ich wusste nur, künftig in den Ferien werden wir auch unterwegs sein. Und durch diese Entscheidung, ohne dass ich genau wusste wie, ist einfach auch schon mal ein Stück weit das Universum in Bewegung gekommen. Denn dann, bis dahin kannte ich einfach auch nur so diese pauschale Reiseangebote, dass man ins Reisebüro geht und ja, eine Reise bucht, aber dass man so völlig autark und selbstständig auch unterwegs sein kann. Reisen auch selbst zu buchen über Airbnb-Wohnung, über Wohnungstausch, über Haustausch, also auch mit Low Budget unterwegs sein kann, das war für mich damals völlig außen vor. Aber so nach und nach kamen durch diese Entscheidung einfach ja, Möglichkeiten auf mich zu, die ich total interessant fand. Und als weitere Möglichkeit kam dann einfach auf mich hinzu, dass ich angefangen habe, ja, mich auch mit meinem Geldthema intensiver zu beschäftigen. Denn letzten Endes, warum waren wir nicht unterwegs? Weil das Portemonnaie es nicht hergegeben hat. Also habe ich damit einhergehend auch einfach da mir viele, viele Glaubenssätze angeschaut und gewandelt und geändert. Genau, und so kam dann eins nach dem anderen. Ich glaube, im darauffolgenden Jahr, das war das erste Jahr, wo wir dann auch als Familie zum ersten Mal wirklich zusammen in Urlaub waren. Und seitdem, ja, in jeden Ferien fast im Grunde genommen zusammen als Familie unterwegs waren. Und der Grund dafür war einfach, dass ich damals die Entscheidung getroffen hatte, weil mich das so im Herzen berührt hatte, dass mein Sohn zu mir sagte, können wir nicht auch mal in Urlaub fahren? Dass das alles mit dieser Entscheidung damals angefangen hat und ich so zum einen gesehen habe, wie viele Möglichkeiten man einfach hat zu reisen und ich dann für mich letzten Endes aber auch die Entscheidung getroffen habe, dass ich so einen gewissen ja, Standard einfach auch auf Reisen haben möchte und dass ich entsprechend auch die nötige Geldenergie dazu in mein Leben ziehen möchte. Und so kam auch mit dazu unter anderem ja,
die Entscheidung, ein Online-Business aufzubauen und aufzuhören, eins zu eins zu arbeiten, also auch viel mehr Menschen im Grunde genommen zu erreichen als mit der 1-zu-1-Arbeit. Denn Geld verdienen hat ja auch immer etwas mit Dienen zu tun. Und je mehr Menschen ich natürlich auch erreiche und helfen kann, umso mehr Menschen diene ich einfach auch. Und letzten Endes ist das dann eben auch der finanzielle Erfolg, der dann eben auch ins Leben kommt. Und warum erzähle ich dir das hier? Ich möchte dich damit einfach ermutigen, wenn dich das Thema auch ein bisschen tangiert, dass du eigentlich auch gerne auf Reisen sein möchtest und jetzt noch so den Glaubenssatz in dir hast, das funktioniert nicht, weil das Portemonnaie es nicht hergibt oder ja, die unterschiedlichsten Gründe einfach an Glaubenssätzen in dir aktiv sind. Wenn du aber tief in deinem Herzen spürst, dass du dir auch gerne was von der Welt anschauen möchtest und unterwegs sein möchtest, dann triff in der Richtung eine Entscheidung dahingehend, was zu dir passt, mit welchem Standard du einfach unterwegs sein möchtest und dir diese wunderschöne Welt, diese wunderschönen Orte, die es da gibt, bereisen möchtest. Und stell dir dann immer die Frage, wie kann es funktionieren? Denn du bekommst immer Antworten von deinem Denker, von deinem Verstand. Und wenn du dir sagst, das funktioniert nicht, weil, bekommst du entsprechende Antworten. Wenn du aber die entsprechende Entscheidung triffst, dass du unterwegs sein möchtest und reisen möchtest, ganz in deinem eigenen Stil, das ist für jeden völlig unterschiedlich. Für den einen ist es die Open-End-Weltreise, für den anderen ist es einfach mal punktuell unterwegs zu sein. Also ganz individuell, lausch da auf dein Herz, was dein Herz da einfach möchte. Und stell dir dann einfach die Frage, wie kann es für dich funktionieren? Für dich, für deinen Partner, für deine Familie oder für dich eben alleine. Und dann wirst du auch darauf Antworten bekommen und Türe und Tore werden sich öffnen und Möglichkeiten einfach ergeben, wie dann eben auch die finanzielle Energie in dein Leben kommt, entsprechend in dem Maß, wie du sie einfach benötigst. Genau, das wollte ich heute so als Ermutigung mit dir teilen hier. Und ja, ich schenke dir jetzt noch ein paar Impressionen von unserer derzeitigen Reise. Wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration dabei. Und ja, schenke dir eine ganz herzliche Umarmung. Danke für dein Interesse, für dein Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard. Ciao, ciao.